Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beton-Tutorial. Heute zeige ich euch mal, wie ihr coole Terrazzo-Oberflächen herstellen könnt. Und los geht's! Ich habe mir jetzt hier schon mal eine Platte aus ganz normalem Beton-Estrich gegossen. Ja, und die werden wir jetzt dann gleich schleifen und polieren. Bevor wir damit jetzt allerdings anfangen, werde ich noch zwei weitere Probeplatten gießen, und zwar mit Natursteinzuschlägen, damit es dann wirklich richtig coole Terrazzo-Oberflächen gibt. Und dafür habe ich mir hier die Schalungsform schon hergestellt. Den Mörtel habe ich mir hier schon mal angemischt. Ich habe dazu ganz normalen Sand mit einer Maximalkerngröße von 2 mm verwendet, Weißzement und Quarzsand. Ja, das wird jetzt hier die Basis sein, und da geben wir jetzt dann gleich unsere Körnung dazu. Als Gesteinskörnung verwende ich hier so Zierkies aus dem Baumarkt. Einmal hier den weißen Marmorsplit, und dann habe ich hier noch eine schwarze Mischung, das ist ja Basaltkies. Und das Ganze werde ich jetzt kombinieren, und ich denke, das Schwarze und Weiße gibt einen ganz guten Kontrast. Es gibt natürlich zig verschiedene Steinsarten, die man da kombinieren kann, verschiedenen Farben, verschiedenen Größen. Aber das sind jetzt mal die zwei, die ich da habe, und die werde ich jetzt verwenden. Nachdem die Mischung dann gut durchgemischt ist, werden die Natursteine zugegeben, und dann wird auch nochmal alles gut untereinander gemischt. Um den Beton einfacher verarbeiten zu können, habe ich dann noch ein Fließmittel verwendet, und dann kann schon gegossen werden. Die Betonmasse wird dann in die Schalungsform gegeben, noch ein bisschen verdichtet, und dann muss der Beton ca. 3 Tage aushärten. Mit der ersten Mischung war ich fertig, jetzt kommt noch die zweite, und da werde ich diesmal nur den hellen Kies hier beimischen und noch dunkle Farbpigmente. Gibt bestimmt auch eine coole Optik. Und bei der dunklen Mischung, wo ich nur die weißen Natursteine zugegeben habe, da bin ich jetzt dann ganz genauso vorgegangen wie bei der hellen Mischung auch. Wenn man die Oberfläche im Nachhinein noch schleifen will, ja, dann sollte man das ziemlich zeitnah nach dem Ausschalen machen, sodass der Beton noch nicht ganz ausgehärtet ist, weil dann tut man sich beim Schleifen wesentlich einfacher. Das nur noch so als kleiner Tipp am Rande. An dieser Stelle habe ich auch mal noch einen wichtigen Hinweis für euch, und zwar, wenn ihr den Terrazzo so herstellt wie ich, dann solltet ihr die Größe von euren Zuschlägen, also von den Natursteinen, so wählen, dass es passend ist zur Materialstärke von eurer Platte, die ihr gießen wollt. Es ist nämlich so, dass sich bei der Verdichtung ein Großteil der Feinzuschläge unten am Schalungsboden absetzt und die größeren Zuschläge, also die Natursteine, dann mehr oder weniger im Beton schwimmen. Ich habe jetzt für euch mal eine ganz einfache Skizze erstellt. Also wie ihr sehen könnt, ist sie wirklich einfach, aber ich denke, da wird dann auch ersichtlich, was ich meine. Also die Körnungen, die Zuschläge, die ihr dem Beton beigebt, die sollten dann ziemlich dicht unter der Oberfläche liegen. Und wenn man das beachtet, dann kann man sich nachher einiges an Schleifarbeit sparen. So Leute, meine drei Musterplatten habe ich jetzt mal soweit vorbereitet, und das bedeutet, wir können eigentlich gleich jetzt mit dem Schleifen der Oberfläche weitermachen. Und da fange ich erstmal mit dem Grobschliff an. Der Grobschliff erfolgt trocken, da verwende ich einen Exzenderschleifer und ein Schleifpapier mit einer 40er Körnung, und da werde ich jetzt erstmal grob die obere Schicht mit abschleifen. Wenn der Betonoberflächen trocken schleift, dann solltet ihr das am besten im Freien machen oder zumindest einen Schleifer mit Absaugung verwenden, weil wie ihr sehen könnt, ist das eine ziemlich staubige Angelegenheit. Nachdem ich jetzt mit dem Grobschliff durch bin, mache ich auch gleich mit dem Feinschliff und der Politur weiter. Und da werde ich heute mal so ein Schleifpadset vom Online-Shop Wow Your Concrete probieren. Da ist dann auch noch eine Oberflächenversiegelung dabei, aber dazu kommen wir dann nachher. Ja, schauen wir uns das Set mal an. Die Schleifpads, die ich heute für den Feinschliff verwenden werde, seht ihr hier. Ja, die sind aus Schaumstoff und haben auf der Schlifffläche eine spezielle Diamantbeschichtung. Die gibt es in verschiedenen Korngrößen von 60 bis 3000, und die sind besonders für den Nassschliff geeignet. Und damit machen wir jetzt weiter, würde ich sagen. Beim Feinschliff sollte man in kleinen kreisenden Bewegungen arbeiten. Wie ihr sehen könnt, mache ich die Oberfläche richtig nass, weil dadurch lässt sich dann letztendlich auch die Standzeit von dem Schleifmittel erhöhen. Ja, man sieht dann, wie sich langsam eine kleine, ja, ich nenne es mal Abriebschicht auf der Oberfläche bildet. Und den Abrieb sollte man dann gelegentlich entfernen, weil man sich sonst wieder minimale Kratzer in die Oberfläche schleift. Und dass man dann mit einer Schleifkörnung fertig ist, merkt man dann, wenn die Oberfläche eigentlich keinen Widerstand mehr bietet und das Schleifmittel nur noch über die Oberfläche gleitet. Dann kann es mit der nächstgrößeren Körnung weitergehen.
Die Handschleifpads, die bieten sich natürlich jetzt eher für kleine Projekte, wie zum Beispiel Tischplatten von Beistelltischen an. Wenn ich jetzt größere Projekte bearbeite, dann würde ich wahrscheinlich hier eher den Winkelschleifer mit entsprechenden Schleifscheiben verwenden. Der Vorteil von diesen Schleifpads ist, dass man damit sehr sauber arbeiten kann. Also jeder von euch, der schon mal mit dem Winkelschleifer eine Oberfläche nass geschliffen oder poliert hat, der weiß, dass es eine Riesensauerei gibt und das Problem hat man eben mit diesen Schleifpads nicht. Mit dem Schleifen und Polieren der Oberflächen war ich dann soweit durch und ich muss sagen, mit den Ergebnissen bin ich echt zufrieden. Bevor ich euch jetzt die fertigen Oberflächen zeige, noch zwei, drei Worte zu den Schleifpads. Ja, die kann man, wenn man fertig ist, ganz normal abwaschen und beim nächsten Mal wiederverwenden. Zur Standzeit, da kann ich euch jetzt nicht so viel sagen, da fehlen mir noch die Erfahrungswerte. Aber wenn ich mir die Oberfläche jetzt so anschaue, da sehe ich eigentlich keine großartigen Abnutzungserscheinungen. Und dann kommen wir jetzt zu den fertigen Ergebnissen. Da hätte ich jetzt mal das Ergebnis vom Betonestrich, also die Oberfläche, die ist wirklich komplett glatt poliert. Und wenn man sich die Oberfläche jetzt anschaut, da sieht man jetzt keinen so einen starken Kontrast. Das liegt aber auch daran, dass die Korngröße relativ einheitlich ist und bei den Zuschlägen jetzt auch nicht wirklich viele verschiedene Farben enthalten sind. Ja, aber ich würde sagen, trotzdem ein sauberes Ergebnis. Und hier hätte ich jetzt noch die beiden Platten mit den Natursteinzuschlägen. Also die schauen jetzt doch schon deutlich spektakulärer aus, muss ich sagen. Aber das liegt natürlich auch dran an dem deutlichen Kontrast zwischen den verschiedenen Steinfarben und dem Untergrund. Ja, da sieht man jetzt dann auch mal, was man eigentlich für unendliche Möglichkeiten hat, wenn man da jetzt Steine mit verschiedenen Farben miteinander kombiniert. Ja, also das sind jetzt die Ergebnisse und das muss ich echt sagen, die Ergebnisse, die gefallen mir echt richtig gut. Es empfiehlt sich dann auch, dass man die Terrazzo-Oberflächen zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz versiegelt. Ja, ich habe dazu das im Set enthaltene Colatec Max verwendet. Das wird einfach mit einer Rolle auf den Beton aufgetragen und bietet dann einen entsprechenden Schutz. Und hier seht ihr dann auch mal noch, wie die Imprägnierung auf der Oberfläche wirkt. Zum Schutz von Betonoberflächen gibt es natürlich auch noch viele andere Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Und die findet ihr zum Beispiel auch im Online-Shop von Wow Your Concrete. Ah ja, und da habe ich für euch wie immer einen Produktlink unten in der Videobeschreibung und da spart ihr auf euren gesamten Einkauf nochmal 10%. So, jetzt wisst ihr auch, wie ihr Terrazzo-Oberflächen mit Natursteinzuschlägen herstellen könnt und ich würde sagen, war doch wie immer kein Hexenwerk. Ich werde im nächsten Mal noch eine andere Variante probieren, da werde ich wahrscheinlich auch noch ein Video darüber machen. Da geht es dann um die Terrazzo-Herstellung mit Betonsplittern. Also ja, da wird farbige Betonsplitter dabei gemischt und dann wird alles abgeschliffen, dann hat es auch eine extrem coole Optik. Habe ich selber noch nicht gemacht, muss ich mir auch mal anschauen, wie das funktioniert. Damit wären wir mit dem Thema eigentlich soweit durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass es für euch wieder ein wenig interessant war, dass ich euch weiterhelfen konnte. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal weiterhin unterstützt, demnächst wieder einschaltet, meine Videos anschaut. Und ja, für heute Schluss. Macht's gut. Ciao.